Ich muss euch was gestehen. Und zwar steht da hinten ein 11 Jahre alter Fernseher. Der ist zwar Full HD, aber relativ dick, nicht mehr gleichmäßig ausgeleuchtet. Ich will ihn aber nicht ersetzen, bevor es nicht mindestens AirPlay 2 in Fernsehern gibt. Und insgesamt ist auch mein Fernsehsetup ein bisschen komplizierter, als ich es eigentlich gerne hätte. Das, was ich eigentlich anstrebe, ist aber mit so einem alten Fernseher eigentlich nicht so richtig möglich. Heute versuchen wir es trotzdem. Viel Spaß. Irgendwie gibt mir dieser alte Fernseher ein gutes Gefühl. Und zwar das gute Gefühl, dass ich nicht immer dem Neuesten hinterherrenne, dass ich auch mit alter Technik noch über Jahre zufrieden und glücklich leben kann. Aber ist es wirklich ein problemloses Leben? Wäre mein Leben vielleicht mit einem neueren Fernseher besser? Mein altes Fernsehsetup sieht seit 11 Jahren so aus. In der Mitte steht eben ein Yamaha AV-Receiver. Der hat 4 HDMI-Eingänge und einen Ausgang. An dem einen Ausgang hängt eben dieser alte Fernseher. An den 4 Eingängen hingen in den letzten Jahren, glaube ich, sämtliche Spielekonsolen der Welt. Fernsehreceiver, Sky-Receiver zwischenzeitlich, der Apple TV und alles Mögliche eben, was ich an den Fernseher anschließen möchte. Außerdem hängen an dem AV-Receiver eben 5.1 Boxen, die hier rumstehen. Das ist nicht ganz wahr. Nach dem Umzug hatte ich nicht wirklich Lust, hier alles neu zu verlegen mit Kabeln unter der Tür durch. Es ist 2019, niemand verlegt Kabel. Jedenfalls ist seit dem Umzug das Setup wieder ein bisschen anders. Und zwar habe ich nur die 3 Frontboxen Center links und rechts aufgebaut. Subwoofer und die Rearboxen stehen irgendwo oben. Der Fernseher an sich ist quasi nur ein dummer Bildschirm. Der steht immer auf HDMI 1, der muss nur an- und ausgeschaltet werden. Und das Durchschalten welches HDMI-Ports übernimmt dann eben der AV-Receiver. Was ich dann aber ja auch noch hier im Wohnzimmer stehen habe, sind 2 Sonos Play One, um schnell Musik zu hören oder die gleiche Musik wie im Rest des Hauses. Und ein HomePod, um Siri Befehle zu geben. Und das sind einfach zu viele Lautsprecheranlagen. Mit einem neuen Fernseher könnte das Setup sehr viel einfacher aussehen. Und zwar hätte man einen natürlich sehr viel größeren Fernseher, das steht außer Frage. Und daran wäre angeschlossen über HDMI ARC, also dem HDMI-Rückkanal-Dingens, eine Soundbar. Alles, was man auf dem Fernseher anschauen würde, würde dann eben automatisch über die Soundbar und wenn es eben eine Sonos Soundbar ist, auch im Zweifel auch über optional einen Subwoofer oder Rearboxen noch zu einem 5.1 System ausgebaut werden. Man müsste keine Fernbedienungen mehr jonglieren, es gäbe eine Fernbedienung für alles. Zumindest würde das Setup so mit der Sonos Beam funktionieren, was ja die aktuelle Soundbar ist, aber die kleinere. Es gibt noch die Sonos Playbar, die ein bisschen älter ist, eben auch ein bisschen älter aussieht, kein AirPlay 2 unterstützt, kein Alexa eingebaut hat, was für mich jetzt nicht unbedingt das oberste Argument ist. Allerdings braucht die Sonos Beam einen HDMI-ARC-Anschluss, den zum Beispiel ein neuerer Fernseher liefern könnte. Auf keinen Fall kann ein 11 Jahre alter Fernseher das liefern, weil als der gebaut wurde, HDMI-ARC noch nicht mal der feuchte Traum eines Fernsehherstellers war. Allerdings bin ich dann vor kurzem über diese Art von Geräten gestolpert. Und zwar ist das eine kleine Box, eine wirklich kleine Box, die auf der einen Seite einen HDMI-Eingang hat und auf der anderen Seite einen HDMI-Ausgang und Audio-Out. Und zwar einmal als SPDIF. Also optischen Audio-Out und als normalen Klinkenausgang. Und damit sollte es möglich sein, da der Sonos Beam ein Adapter von SPDIF auf HDMI beiliegen soll, ein Fernsehsignal, das über einen HDMI-In reinkommt, an die Sonos Beam weiterzugeben. Und da wir im Prinzip in letzter Zeit nur noch den Apple TV nutzen, müsste ich nahezu das eben beschriebene Traum-Setup auch mit unserem alten Fernseher hinbekommen. Theoretisch würde es auch gehen, weitere Geräte anzuschließen, wenn ich den Yamaha AV-Receiver noch in dem Setup behalten würde und nur das, was der an den Fernseher gibt, hier durchschleife. Aber wir versuchen das Ganze ja zu vereinfachen, also würde ich das Ganze abbauen, die ganzen Boxen, Center und den Receiver da rausschmeißen und nur noch Apple TV mit dieser Box an den Fernseher angeschlossen haben. Wollen wir mal sehen, ob das funktioniert. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert, sonst habe ich ein bis hierhin völlig belangloses Video produziert. Meine Sorge bei der Beam ist, dass die ja relativ kurz ist. Ich weiß nicht genau, steht bestimmt irgendwo drauf, aber ich würde sagen, und das Problem einer kurzen Soundbar ist, dass die Stereo-Separation aus meiner Sicht ja nicht so gut sein kann, wie meine Boxen, die hier hinten, da seht ihr eine und die andere ist hier gerade aus dem Bild raus, die stehen ja sehr viel weiter auseinander, die stehen 4-mal so weit auseinander, wie die Sonos Beam breit sein kann, weil der Karton so breit ist. Und das müsste ja eigentlich die Stereo-Kanäle besser räumlich aufteilen.
Die Sonos macht da irgendwelche Magie mit gerichteten Lautsprechern. Ich bin skeptisch, ob das funktioniert. Ich bin auch skeptisch, ob die Sonos Beam für dieses Wohnzimmer ausreicht. Sonos schreibt auf seiner Website, dass die für kleine und mittelgroße Räume ist. Nirgendwo ist aufgelöst, wie groß ein mittelgroßer Raum ist. Unser Wohnzimmer ist gut 30 Quadratmeter groß. Aus meiner Sicht ein mittelgroßer Raum. Wir werden sehen, ob die vielleicht ein bisschen zu schwach auf der Brust ist. Auf der anderen Seite habe ich aber ja eben die Play One, zwei Stück, die ich dann als Rear-Lautsprecher einrichten kann und damit theoretisch die Lautstärke und das Raumfüllen verbessern können sollte. Aber genug gefaselt, fangen wir endlich an zu gucken, was in dem Karton ist. So, hier ist einmal für Profis wie mich aufgedruckt, dass man den Handgriff reindrücken muss, damit man das hier durchschieben kann. Physik. Und jetzt habt ihr die Ehre des ersten Blicks in den Karton. Geht so. Da haben wir die Soundbar in einer kleinen Filzhülle. Hier etwas, wo ein Stecker drauf ist. Ich vermute, dass da ein Stecker drin ist. Hier ist der besagte Spitif auf HDMI-Adapter. Dann HDMI-Kabel, Stromkabel. Dann haben wir hier noch ein kleines Willkommenspaket mit einem HomeKit-Code. Jedenfalls mit einem Code, der aussieht wie HomeKit. Ich zeige euch den nicht, weil ich nicht weiß, was das für ein Code ist. Ja, ja, das machen wir gleich alles. Erstmal die Tischdecke richten. Die ist, wie gesagt, nicht besonders lang. Aber sie ist vor allem auch noch in diese Filzgeschichte hier eingepackt. Ach, was soll's, ne? Was soll's? Wenn Gewalt das Problem nicht löst, habt ihr einfach noch nicht genug angewendet. Da haben wir die Beam. Wir haben hier so einen umlaufenden Lautsprecher, Gitter, Filzkram. Oben matt schwarz und die Touch Controls ein bisschen. Das heißt, jetzt müsste ich wieder, jetzt sind wir schon wieder bei Physik. Ist das konvex? Naja, jedenfalls geht es in der Mitte runter, so dass wahrscheinlich die Controls nicht stören, wenn man ziemlich knapp dran vorbei auf den Fernseher guckt oder die LEDs. Hier hinten haben wir einmal Stromanschluss, hier die Pairing-Taste, Ethernet und HDMI. So, als erstes würde ich sagen, fügen wir mein provisorisches Setup hier mal eben hinzu und machen dann die ganze HDMI-Adapter-Parade im Anschluss. Dafür gehen wir hier in der App auf Speaker hinzufügen. Jetzt soll ich den einstecken. Ich warte auf das blinkende Grün. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video seht. Jedenfalls blinkt es hier. Im Moment weiß. So, jetzt bin ich mir recht sicher, dass Grün ist. So, schwarze Beam. Dann drücke ich einmal die Taste. Da kommt ein relativ sattes Büm-Büm-Büm raus. Allerdings stehe ich auch direkt daneben. Okay. Das kommt ins Wohnzimmer. Okay. Not now. Not now, the surrounds. Beam setup. Okay. Dann updaten wir den Vogel mal. In der Zwischenzeit suche ich die anderen Teile hier zusammen. So, jetzt soll ich meinen Fernseher einschalten. Jetzt wird's interessant. Als erstes machen wir, was er sagt, und schalten den Fernseher an. So, allerdings glaubt er ja, dass mein Apple TV mein Fernseher... Oder muss er ja gleich glauben, dass der Apple TV der Fernseher ist. Also nehmen wir den. So, der ist jetzt an. Ja, okay. Ich habe keinen... Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Strom für den komischen Adapter. Achso. Ja, und natürlich muss das angeschlossen werden. Das hilft ungemein. Das funktioniert. Connect the optical cable. Please ensure that. Ja, das ist fast gegeben. Ich höre Ton. Ich höre lauten Ton. Okay, jetzt muss ich offenbar
erstmal die Fernsehfernbedienung finden und mit der Fernsehfernbedienung den Ton des Fernsehers ausschalten. Die Fernsehfernbedienung hatte ich auch lange nicht so in der Hand. Da denkt man groß. Was? Ja, du bist total unglaubwürdig, dass sich dir jemand an den Hals hat. Du bist eine Frau. Was meinst du? Was? Vielleicht lasse ich hier kein copyright-geschütztes Ding im Hintergrund laufen. Place Tuning skippe ich mal für jetzt. So, das war das Setup und jetzt kann ich hier im Wohnzimmer den Lautsprecher sehen. So, abschließend kann ich sagen, das Setup lief besser, als ich es erwartet hätte. Das hat alles auf Anhieb funktioniert, also bis auf so kleine Dummheiten wie einen Stecker nicht einstecken abgesehen. Aber grundsätzlich hat das Setup sogar auf Dinge Rücksicht genommen, über die ich vorher gar nicht nachgedacht hatte, durch den fehlenden Rückkanal vom Fernseher zur Soundbar und wieder hin. Also dadurch, dass ich kein HDMI-ARC habe, können die beiden sich ja nicht über Lautstärken verständigen. Und dass die Beam dann quasi das ganze Fernbedienungssetup quasi auch mit abgebildet hat und darüber funktioniert, war ich einigermaßen positiv überrascht. Und das Ganze gibt mir jetzt eben ein paar neue Möglichkeiten. Ich kann die Sonos-Boxen als Rear-Boxen hinten benutzen, ohne dass ich ein Kabel von vorne nach hinten laufen lassen muss. Und das enttüdelt das Wohnzimmer einigermaßen. Auch so liegen jetzt im Moment Boxen unter den Schränken, die jetzt einfach entfallen können. Dann habe ich den Fernsehsound theoretisch im ganzen Haus. Genauso wie ich an meiner Play 5 ein Line-In habe, wo ich, was weiß ich, ein altes Grammophon anschließen könnte und dann im ganzen Haus auf diesen Toneingang zugreifen, kann ich auch etwas, was quasi im Wohnzimmer, auf dem Fernseher, auf der Soundbar spielt, auf sämtliche Boxen im Haus erweitern. Und das ist in den meisten Fällen relativ egal, aber wenn man mit mehreren Leuten dann eine Großveranstaltung schaut, dann kann man den Ton auch aufs Klo erweitern. Bedeutet, dass wir noch eine Sonos One im Gästeklo brauchen. Aber dann verpasst man im Zweifelsfall kein Tor, keinen Touchdown, kein was auch immer. Dann hat die Beam eine Funktion, die ich mir schon häufiger gewünscht hatte für globalere Sachen. Der Apple TV hat sowas, dass man quasi die Lautstärke komprimieren kann. Wenn ich also spät abends oder wenn man irgendwie leise sein will, einen Film guckt, dass dann die Spitzen und die ganz niedrigen Lautstärken dichter zusammengeführt werden, so dass man nicht so weit aufdrehen muss, und wenn man dann so weit aufdreht, um den Dialog zu verstehen, kommt eine Explosion und alle sind wach. Außerdem gibt es noch eine Funktion, die Sprache zu stärken. Das ist eben der Vorteil, wenn man einen kleinen Computer in dem ganzen Ding drin hat, der mehr machen kann als mein 11 Jahre alter HDMI-Receiver. Und so bei Videos im Zweifel die Sprache verdeutlichen. Ich werde auch älter, verstehen von Sprachausgabe ist nicht in jedem Video ganz einfach. Dann kann ich mit AirPlay 2 Audio direkt vom iPhone ins Wohnzimmer streamen. Dafür hatten wir ja vorher die beiden Play One im Wohnzimmer stehen, aber eben neben dem 5.1 Setup, und hatte dann zwei Audio-Setups, die nicht ganz ideal waren. Jetzt habe ich eins, in das ich quasi alles investieren kann, weil es eben für alles genutzt werden kann. Ich kann einen Podcast hören, wenn ich im Wohnzimmer sitze. Ich kann Fernsehsound hören, wenn ich auf der Gästetoilette sitze. Und dann ist da noch die ganze Alexa-Geschichte, die habe ich bisher noch nicht aktiviert. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob ich das brauche. Also ich könnte dann eben ihr sagen, dass sie den Ton lauter oder leiser machen soll. Theoretisch, wenn ich sie über HDMI-ARC angeschlossen hätte, könnte ich ihr sogar sagen, dass sie den Fernseher anmachen soll. Geht jetzt eben alles nicht über die Audioverbindung. Ich muss also bisher sagen, nach dem kurzen ersten Eindruck gerade, dass ich bekommen habe, was ich mir gewünscht habe. Ich habe ein zukunftsfähiges Setup, das auch jetzt schon meine Benutzung erleichtert und angenehmer macht. Es gibt aber auch noch ein paar Punkte, wo ich noch nicht so richtig sicher bin. Die Stereo-Separation ist, wie gesagt, bei Lautsprechern, die 65 cm auseinander sind, jetzt nicht vielleicht die allerbeste. Mal sehen, wie gut sie da mit irgendwie TruePlay und Beamforming irgendwelche Musik gegen irgendwelche Wände schießen und dann wieder zurück in meine Ohren fallen lassen können. Ich bin sehr gespannt, allerdings habe ich meine Zweifel. Und dann ist die andere Sache, wie gut kann das wirklich diesen gut 30 Quadratmeter großen Raum ausfüllen? Das wird die eine Frage sein. Die andere Frage ist, wird es besser, wenn ich die Rearboxen, also die beiden Play One, als Hinten-Lautsprecher hinzufüge? Das werde ich auf jeden Fall für meinen abschließenden Test ausgiebig testen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr an dem Testbericht interessiert seid. Ich möchte das ja gerne irgendwie ein bisschen länger nutzen, um
um mir eine wirkliche Meinung darüber zu bilden, um auch testen zu können, wie die Akzeptanz bei der Lebenspartnerin ist und solche Faktoren. Was möchtest du über die Sonos Beam noch wissen? Schreib es gerne unten in die Kommentare, wenn du noch Fragen hast. Ich freue mich darauf, die Sachen dann auszuprobieren jetzt in den nächsten Wochen. Theoretisch müsste auch, bevor ich den Test veröffentliche, unsere neue Wohnzimmereinrichtung geliefert werden. Und das dürfte dann zum Beispiel auch nochmal die Akustik ein bisschen verändern. Wie ihr vielleicht am Anfang des Videos gemerkt habt, es hat ein bisschen Gehalt, weil noch nicht so viel im Wohnzimmer steht, wie da stehen soll. Und ich möchte ja schon irgendwie für ein vollständig eingerichtetes Wohnzimmer den Test machen. Schluckt das mehr Schall? Brauche ich dann vielleicht wirklich noch einen Subwoofer dazu oder muss ich eine größere Soundbar haben? Das alles werde ich dann im Test ausprobieren. Wenn ihr noch andere Sachen wissen wollt, wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass dir das Video so viel Spaß gemacht hat, wie mir den ganzen Käse einzurichten. Und wenn dem so ist, lass es mich gerne über ein Like wissen. Wenn nicht, dann lass es mich ebenfalls über ein Dislike wissen. Wenn du neu hier bist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier hätte ich ein Video, wo du weiterschauen kannst. Hier habe ich meine Playlist mit den anderen Sonos-Geschichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.